Der Sportbild Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Heute mit 5 Reportern aus 5 Bundesliga-Trainingslagern. Und mit Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. Glückliche Bundesliga, kann man da nur sagen. In Deutschland frostet es und die Bundesliga-Clubs schlagen ihre Zelte in südlichen Gefilden auf. Kein Frieren, sondern Schwitzen ist angesagt. Und mit dabei in den Trainingslagern ganz nah dran an den Clubs für Sie, unsere Sportbild-Reporter. Kai Psotta mit Eintracht Frankfurt in Portugal. Kai, wie ist die Stimmung bei euch? Die Stimmung an sich ist sehr, sehr locker. Ist ja auch kein Wunder, wenn man bei minus 15 Grad in Deutschland, in dem Fall halt in Frankfurt, losgeflogen ist und hier einfach mal bei schönen, angenehmen 10 bis 12 Grad und inzwischen herrlichem Sonnenschein landet. Wunderbare Bedingungen hier. Unser Portugal-Fan Friedhelm Funkel ist zum 4. Mal hier. Jedes Mal hatte er beste Bedingungen, perfekte Wetterbedingungen, super Rasen, tolles Spielfeld. Und jedes Mal hat er danach in der Rückrunde auch das Saisonziel mit seiner Mannschaft erreicht. Das heißt, beste Voraussetzung hier und gutes Omen. Für Friedhelm Funkel steht ja auch einiges auf dem Spiel. Es geht um seine Vertragsverlängerung. Normalerweise ist das immer eine einfache Kiste. In diesem Jahr ist es ein bisschen schwieriger. Der Aufsichtsrat ist sich nicht ganz einig und hat ein paar Fragezeichen noch auf der Stirn, ob es denn jetzt mit Friedhelm Funkel weitergehen soll oder nicht. Okay, was ist deine Einschätzung? Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird wie immer sein. Friedhelm Funkel bleibt Trainer bei Eintracht Frankfurt. Und dann wird die Mannschaft, nachdem sie hier perfekt vorbereitet zurückkommt, wieder eine bessere Rückrunde spielen. Einen Abgang gibt es zu verzeichnen, ist ja bekannt. Aaron Galindo, der Mexikaner aus der Verteidigung, ist gar nicht erst hier hingekommen, wird gehen, wird die Eintracht verlassen. Ist noch ein großes Fragezeichen, ob ein weiterer Innenverteidiger geholt wird oder nicht. Friedhelm Funkel sagt, er geht mit Bauchschmerzen in die Saison, wenn er tatsächlich nur mit 4 Verteidigern starten kann und will einfach mal gucken, wer denn noch so auf dem Markt ist. Ein paar hundert Kilometer weiter trainiert Hoffenheim, die betreust du auch. Auch dem Herbstmeister stattest du einen Besuch ab. Ich mache eine kleine Reise über Palma de Mallorca und dann nach La Manga und werde dort Hoffenheim treffen. Wird auch bestimmt schön, gute Stimmung, man ist ja Herbstmeister. Auch Mäzen Dietmar Hopp will ins Trainingslager nach La Manga kommen. Mal gucken, ob er noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk dabei hat, aber das kann ich an dieser Stelle jetzt noch nicht beantworten. Auch der neue Torwart Timo Hildebrand ist mit dabei. Vor seiner Verpflichtung kurz vor Weihnachten hieß es, er komme nicht als Nummer 1. Er müsse den Kampf gegen die Konkurrenz annehmen. Wie ist da der Stand? Ja, das ist keine Frage. Das ist natürlich die ganz klare Nummer 1. Natürlich muss man das sagen, damit der gute Mann ein bisschen Gas gibt. Hat er ja auch schon, hat viele Extraschichten gemacht, hat auch 3 Kilo verloren, hat viel trainiert. Der wird die klare Nummer 1 sein mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine. Wir haben ihn ja auch getroffen zum Interview, er hat einen sehr, sehr guten, motivierten und abgeklärten Eindruck gemacht. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage von Zeit, bis er dann auch tatsächlich wieder auf dem Stand ist, bei dem er mal zu Stuttgarter Zeiten war. Und dann wird er zur Rückrunde gegen Cottbus auf jeden Fall im Tor stehen. Soweit Kai Psotta aus Portugal in Dubai bei den Bayern. Noch immer Sportbild-Reporter Christian Falk. Christian, von allen Trainingsdomizilen der Bundesligisten sicherlich das heißeste, oder? Die Bayern-Stars schwitzen in Dubai nicht nur wegen der Sonne. Fitness wird bei Jürgen Klinsmann großgeschrieben. Gute Figur bei den Sprinttests machte vor allem Klose, der da Spitzenwerte hatte, aber auch Marc van Bommel war in der Konstanz ganz weit vorne. Ansonsten bringt Franck Ribéry vor allem die Bayern-Bosse in Schwitzen. Er äußerte, dass er für die Zukunft nichts garantieren kann. Das heißt, die Pokerrunde für seinen neuen Vertrag, aber auch mit anderen Clubs, ist damit eröffnet. Ja, und das Ribéry sogar weitaus günstiger und früher die Bayern verlassen könnte, das lesen Sie auf sportbild.de. Zurück zu den Trainingslagern in Marbella. Sportbild-Reporter Marco Fenske für uns vor Ort. Er guckt ganz genau, was Borussia Dortmund so treibt. Auch an dich voll Neid die Frage, wie warm ist es bei euch? Mit Sicherheit nicht ganz so warm wie in Dubai, aber immerhin noch 13 Grad sind in Relation zum doch sehr kalten Wetter in Deutschland dann immer noch ein Traum. Das sei dir gegönnt, Marco. Wie läuft's beim BVB in der Vorbereitung? Die ersten Tage der Vorbereitung verliefen bislang doch sehr holprig. Mit Kehl, Kuba, Hummels und Dede fallen 4 Stammkräfte aus. Nichtsdestotrotz sind die Bedingungen hier in Marbella nahezu optimal. Ich habe es eben schon angesprochen. Sehr gutes Wetter, super Trainingsplätze. Zudem ist der BVB auch mit der Umgebung hier vertraut. Man ist immerhin nicht das erste Mal hier, sodass eigentlich nicht schief gehen kann. Konnte die Euphorie der tollen Hinserie ins neue Jahr hinübergerettet werden? Was meinst du? Ich habe kurz vor der Abreise noch mit Trainer Jürgen Klopp sprechen können, der natürlich auch nicht wahnsinnig begeistert darüber ist, 4 verletzte Spieler gleich zu Beginn dieser Vorbereitung zu haben. Nichtsdestotrotz ist die Euphorie in Dortmund nach dieser grandiosen Hinrunde mit Platz 6 ungebrochen. Und man ist sehr, sehr guter Dinge, die Saison auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Danke, Marco. So, und dann zum VfB Stuttgart, auch in Portugal. Da unser Reporter Florian Scholz. Die erste Vorbereitung von Markus Babbel als Cheftrainer läuft. Florian, wie sind deine Eindrücke? Die Eindrücke sind sehr gut, da die Mannschaft ziemlich komplett ist.
keine großen Verletzungen zu beklagen sind. Mit Markus Babbel wurden ja auch die letzten Spiele gewonnen, beziehungsweise gegen Bayern noch das Unentschieden geholt. Babbel hat noch mit dem VfB noch nicht verloren, die Euphorie ist immer noch da, die Spieler sind heiß. Mario Gomez sagte jetzt auch, dass die 2 Wochen auf den Malediven waren natürlich traumhaft schön mit seiner Freundin, aber jetzt richtig Bock wieder auf die Rückrunde, weil ja auch einige Punkte dem VfB fehlen, die sie mit Armin Fee auf der Strecke gelassen hat. Jetzt ist noch nicht ganz klar, ob du noch den Sprung machst rüber nach Valencia. Da hat der FC Schalke seine Zelte aufgeschlagen. Du hast die Mannschaft ja schon zum Trainingsauftakt gesehen, bei dem Erwartungsdruck, diese schwache Hinrunde vergessen zu machen. Wie wirkt die Mannschaft auf dich? Die Mannschaft hat vor dem Trainingslager zum Teil in Gelsenkirchen auf Schnee trainiert, hatte viel Spaß. Trainer Rütten und Manager Müller haben ja mit Albert Streit, Peter Löwenkranz, Carlos Großmüller und Gustavo Varela schon 4 Spieler aussortiert. C. Roberto ist ja gar nicht erst zurückgekommen. Diese 5, die zum Teil als Stinkstiefel in der Kabine galten, sind nicht mehr da, sodass die Mannschaft, die vorhandenen Spieler, jetzt sich komplett wirklich auf die Rückrunde konzentrieren können. Manager Müller sagt, der Mannschaft fehlen so 6 Punkte zur Hinrunde und natürlich das verpasste internationale Geschäft, UEFA Cup raus, Champions League raus vorher. Jetzt soll es in der Rückrunde nochmal Richtung Champions League gehen und dafür stehen die Zeichen ganz gut. Auch dir danke, Florian. Zu guter Letzt wollen wir noch bei unserem Reporter Timo Prüfig nachfragen. Timo, du und deine Kollegen Thorsten Rumpf, ihr seid im türkischen Belek in einem wahren Bundesliga-Nest gelandet. Werder, Leverkusen, Karlsruhe und Köln bereiten sich dort auf die Rückrunde vor. Wie geht's euch allen? Sonnig im Belek. Herrschen sicherlich um die 20 Grad. Es ist wunderschönes Wetter, perfekte Bedingungen für die Bundesligisten, die hier vor Ort sind, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Der Kollege Thorsten Rumpf, der auch mit hier im wunderschönen Hotel Sueno Golf ist, leider noch nicht so richtig angetan davon, denn er ist krank und liegt erstmal im Bett. Die Vereine, die hier sind, direkt bei uns mit dem Hotel, sind der Karlsruher SC und Bayer Leverkusen. Gegenüber ist Werder Bremen im Hotel und ja, so sind wir hier wirklich hautnah dabei und sehen hier, wie die Spieler ein- und ausgehen und wer fleißig ist und wer nicht. Wie viel Erholung ist da für die Stars dabei oder wird gnadenlos Kondition gebolzt? Ja, also wenn man hier aus den Fenstern guckt, hier in der Lobby des Hotels, da sieht man hier, soweit das Auge reicht, nur Golfplätze, aber dafür bleibt nun wirklich wenig Zeit. Es sind 2 bis sogar 3 Trainingseinheiten pro Tag angesetzt. Dazu kommen Testspiele. Also Spaß ist das hier sicherlich nicht für die Spieler. Allerdings sind es ja auch nur im Schnitt 8 Tage etwa, die Spieler hier verbringen müssen. Und so wird auch einem Lagerkoller vorgebeugt. Perfekte Überleitung zur nächsten und letzten Frage. Vielen Dank für die Steilvorlage. Wie ist das eigentlich mit den Spielerfrauen? Sind da einige mitgereist? Also nicht, dass ich wüsste. Wir sind ja mit der Mannschaft im Charterflieger, also mit der Mannschaft von Werder Bremen im Charterflieger geflogen. Da war natürlich keine Frau dabei. Nein, es sind keine Frauen hier in den Hotels, abgesehen von den Damen an der Rezeption und den Bedienungen. Und ja, ich glaube, dafür haben die Jungs dann auch wirklich keine Kraft mehr, wenn sie abends nach Hause kommen. Die Herren, vielen Dank für die Eindrücke, was die News aus den Trainingslagern der Bundesligisten angeht. Die finden Sie natürlich wie gewohnt immer als erstes auf www.sportbild.de. Wir hören und sehen uns Montag wieder, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.